Wir feiern Ostern, das Fest der Auferstehung, liebe Freundinnen und Freunde von Missio. Jesus Christus ist von den Toten erstanden. Diese frohe Botschaft macht uns Mut und schenkt uns Kraft. Wir alle können auferstehen, unsere Gräber der Angst und der Sorge verlassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen an diesem Osterfest die eigene, ganz persönliche Erfahrung der Auferstehung. An diesem Osterfest möchte ich mich auch ganz herzlich bei unseren Partnerinnen und Partnern im globalen Süden bedanken. Sie helfen Menschen in Not, dass sie sozusagen auferstehen und aufrecht durch das Leben gehen können. Diese Frauen und Männer verändern in österlichem Geist tagtäglich das Leben von Menschen in Afrika, in Asien oder Ozeanien. So denke ich beispielsweise an Schwester Teresa in Malawi. Die Ordensfrau kämpft in ihrer Heimat gegen die Ausgrenzung von HIV-Erkrankten, denen niemand Arbeit geben will. Schwester Teresa sagt dazu: Es ist eine Form von Sklaverei, wenn Menschen nicht die Möglichkeit bekommen, für sich selbst zu sorgen. Deshalb betreibt Schwester Teresa ein Landwirtschaftsprojekt. Die Menschen züchten dort beispielsweise Schweine, fertigen Seife an oder legen Küchengärten an. Vom Verkauf dieser Produkte können sie und ihre Familien gut leben. Sie können sozusagen auferstehen und aufrecht durch das Leben gehen. Das ist ihr Ostern. Ordensfrauen wie Schwester Teresa und so viele andere Missio-Partnerinnen und Partner befreien Menschen von Stigmatisierung, Ausbeutung und Versklavung. Daran erinnert unsere Aktion Schutzengel: Eine Welt, keine Sklaverei. Machen Sie mit bei der Aktion. Lassen Sie uns gemeinsam noch viele weitere Kapitel der Auferstehung aufschlagen. Ihnen und allen, die Ihnen am Herzen liegen, wünsche ich ein gesegnetes Osterfest. Ihr Dirk Bingener.